Herzlich willkommen zurück zu Kirby Return to Dreamland. Mit der Mesh-Prüfung sind wir sofort da. Als im letzten Part die ersten 4 Fails vorkamen. Naja, nutze die Blasterkanone und besiege Gegner rasch in Gegner in weiter Entfernung. Besiege mit dem Maxi-Aufladblaster die ganzen Gegner rein auf einen Streich. Setz die Feuerball-Artillerie ein, um die Eisblöcke zu schmelzen. Okay, das machen wir. Eine neue Fähigkeit, dann einfach mal sehen. Ah, okay. So, Feuergeschosse. Feuergeschosse nach unten. Oh, so eine. Ah, scheiße. Oh, hier ist ein Prüfungsraum, den nehme ich mal. Bam, ba, da, dam, dam. Da jetzt. Doch, doch, ja, aber es geht nicht. Doch, scheiße. Oh, die Steuerung mit denen ist so scheiße. Also ist dieses Fliegen. Bam, bam, bam. Ja, das ist ja nicht das Problem hier. Okay. Ich glaube, Glanzleistung wird es auch nicht sein. Ne, Glanzleistung wird es nicht, weil ich kann sogar fast sterben. Ja, ja, ich brauche diese Schockbombe. Wie, ich muss die timen? Boah, ich muss die Time noch. Nee, 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 das mache ich dann nicht. Ich denke eh, dass jetzt hier gleich das Ziel kommen wird. Oh, scheiße, ich glaube, ich schaffe das nicht mal, das Ziel. Obwohl. Oh, doch, aber ich glaube, es ist kein. Doch, ist es Silber? Hätte ich nicht gedacht. Nein, hätte ich niemals gedacht mehr. Okay, was machen wir denn jetzt? Ja, wir steuern das letzte Level an. In lustigen Nachmittag. Und dann machen wir ein bisschen Magoland als Ende des Parts. Ich glaube, das sieht mir eher sinnvoll auf. Das heißt, heute ein bisschen weniger Action, dafür morgen im nächsten Part wieder actiongeladene Parts. Und zwar mit Stage 5 machen wir weiter. Ah, ich wollte eigentlich... Ah, egal. Hier ist der Wind still. Und hier oben ist ein Secret Room. Mit extra Fähigkeiten. Ich nehme mal die Bombenfähigkeit, weil die relativ gut ist. Mit einer Maxi-Tomate. Ja, die Mesh-Fähigkeit hätte ich auch nehmen können, aber... Es ist so ein kleiner Secret Room, es macht nichts. Denn es ist ein Mini-Boss-Battle. Wir brauchen immer die Fähigkeiten von denen. Bam, bam. Oh, die Musik ist, glaube ich, ein bisschen verändert. So, erstes Sauerteilrad. Ja, ich glaube, es ist halt nicht mal die Schwierigkeit hier irgendwie... Ist eigentlich eher so gesehen auch ein bisschen durchrushen. Ja, die Kampffähigkeit ist okay. Hier hatte ich sogar im Extra-Modus auf der Wii richtig Probleme. War das sogar schon der Boss? Nein, König Glupschi glaube ich noch nicht. Okay, dann nehmen wir mal König Glupschis Fähigkeit. Ja, ich glaube, hier waren normalerweise zwei Bosse hintereinander, glaube ich. Ah, ja, ja, hier siehst du doch, hier. Und zwar den Dubior, der ein absoluter Hassgegner.
In Kirby generell. Gerade weiß ich nicht mal, wie ich hier richtig gut angreifen soll, muss ich ehrlich sagen. Ich mag ihn einfach gar nicht, diesen Dubior. Aber ich meine, ich kann diese Sterne raufen, okay, aber das macht auch. Das macht sehr viel Damage, ja, ich weiß, aber dennoch, es ist sehr blöd. Denn ich muss jetzt nach oben einmal, nach unten einmal. Und das geht halt nur mit der Blitzfähigkeit oder mit den Beam. Deswegen gibt es auch zwei zur Auswahl. Glaube ich mal. Doch, sollte sein. So, nächster Kampf ist Lasso, naja. Aber hier wäre zum Beispiel so eine Maxi-Tomate einfach gut, oder so eine Cola, die man einfach mitnimmt. Muss man einfach sagen. So, welche nehme ich? Welche kriege ich? Nein! Nein! Ich hier den scheiß Kugelblitz, weil ich jetzt verkackt habe? Nur weil ich drei Fähigkeiten eingesaugt habe, ist das dein Ernst? Geht er kaputt? Was für ein Schmutz, was für ein Schmutz, Leute. Meta Knight, hilf mir mal! Minus, oder? Wie kann ich dich jetzt wieder wegmachen? Ja, Leute, ihr wisst ja, wie ich, das eigentlich bekommen habe. Aber das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, gebe ich ganz ehrlich zu. Deswegen, seid mir nicht böse. Wollte ich auch nicht mal. Ich habe sie gesehen, ich wollte das nicht mal. Aber was könnte ich da machen? Ah, blöd. Sorry, Leute. Sorry. Natürlich nehme ich jetzt diesmal den Hammer. Und gehe jetzt sofort hier durch. So, bam. Oh, hier sind aber so... Ey, hier sind die richtig viele One-Ups. Haben die 50 geschafft? Vielleicht kriegen wir doch noch die 99 hin, aber es bezweifle ich irgendwie. Achso, hier, guck mal. So, mal Mago-Ticket. Hier ist Maxi-Tomate, ja. Okay, schönes Level. Natürlich blöd, dass ich jetzt Meta Knight holen müsste, weil... Wie sollte ich das jetzt machen? Das war scheiße. Es ist blöd gemacht worden da. Dass man Zeit nicht rausnehmen konnte, okay, aber... Müsst ihr halt jetzt mit leben, Leute. Wir haben's geschafft. Yay. So, jetzt sind wir bei 8 Minuten, 9 Minuten? Was machen? Magoland, ja. Weil ich will ich den Part jetzt wirklich mit 10 Minuten bis 20 Minuten Magoland reinpacken oder machen wir nachher noch den Boss? Ich weiß es nicht. Denn erstmal müssen wir zum Magoland. Das war mir klar. Was wir jetzt als nächste Aufgabe machen, ich weiß es nicht. Ich muss mal schauen, was mich jetzt am meisten anspricht, muss ich sagen. Ah, Stampy Rally, stimmt. Ja, was habe ich bekommen? Eine Chuchu-Maske, okay. So, was? Ah, stimmt. Der kommt ja auch wieder. Jetzt kriege ich auch die Kostümmarke. Ah, stimmt, die hätte ich eh gebraucht. Boah, was mache ich denn jetzt? Also... Battle Blaster, Shooterjagd. Oh, ich weiß es nicht. Bomblet. Wenn das hat, die zwei habe ich fertig. Samurai Kirby habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Shooterjagd, komm. Oh,
zwei oder mehr Gegner zum Abschuss. Obwohl, ich weiß. Was ist denn hiermit? Ja, das ist ja alles wirklich so. Dann machen wir Dombablett, komm. Während du Albtraum-Zauberers trägst. Albtraum-Zauberers. Ich weiß nicht, ob ich die habe, deswegen schaue ich aber dennoch ganz kurz. Irgendwie denke ich, wenn der hier. Ja. Okay, dann haben wir die. Dieser Sound. Dann machen wir Bomblett jetzt heute noch ein bisschen. Ich meine, wir könnten auch heute nur machen. Ich weiß es halt nicht. Scheiße, was mache ich denn da jetzt? Ist okay, mit A. Kannst du die Hand wechseln? Okay, ich versuch's mal. Ich weiß nicht, ob es gelingt, aber irgendwann müssen es eh machen. Deswegen, okay. Oh, diese Maske bei der Königin, die sieht schon scheiße aus. Gerade bei Meta Knight, diese doppelte. Ah, ich kann nicht gerade ausschlagen. Ganz nah bei mir ist also. Oh, das wird blöd. Es wird. Ja, zwei Missionen schon mal abgeschlossen. Aber wie kann ich das machen nochmal? Ich meine. Okay. Okay, irgendwie wird es mir nicht gefallen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich glaube, das wird auch wieder so ein Drecks-Scheiß-Magolor. Magoland. Weiß nicht. Okay, muss ich irgendwie, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, das Schmetter, glaube ich. Egal, wir haben es jetzt geschafft. Ich glaube, wir kriegen dennoch nichts. Im letzten Moment. Oh, das ist so. Ah, das wird nichts. Das wird lang dauern für mich hier.
Ich muss einfach. Aua. Aua, aua, aua. Scheiße. Das ist scheiße. Okay, aber ich glaube, zweimal auf Level 3 zu gewinnen, ist, glaube ich, nicht mal so schwer. Deswegen machen wir das jetzt noch neu. Das heißt, danach werde ich mal schauen, wie die Missionen lösen. Ah, warte mal, ich muss mit A drücken, damit ich wechseln kann. Ja, okay, das war's jetzt wieder. Ah, ich mag das ja nicht mehr wieder. Oh, es dauert halt noch so lange. Okay, danke, dass ich schon gar nicht spielen müsste. Okay, ich glaube, wir machen das mit den Level 1 gleich einfach alle Missionen irgendwie. Dieser scheiß Waddle-Dow. Was für Scheiße. Das gefällt mir gar nicht. Weg ist der. Die Mission will ich eigentlich auch gerne mit euch live machen. Okay. Ah. Hey Leute, immerhin haben wir jetzt fast geschafft. Aber. Ach du Scheiße. Das wird lang dauern. Ich hab's geschafft, Leute. Zweimal. Währenddessen habe ich ein paar andere Erfolge schon gemacht. Und oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wie viele Missionen fehlen mir noch? Ich glaube zwei. Und das eine ist
Gewinne eine Partie nur mit Rückwärtstreffer, kurz vorm Kontakt mit der Bombe. Die Hand wechseln. Dann habe ich's und ich gebe ganz ehrlich zu, das mache ich in Level 1. Oh, also ich muss sagen, das Game ist einfacher als dieses Karateko, gebe ich ganz ehrlich zu. Okay. Wenn das jetzt nicht zielt, dann muss ich wirklich kurz vorm Ausschlag machen, aber das wäre dumm. Natürlich blöd, dass der jetzt schon draußen ist, gebe ich ganz ehrlich zu. Okay, komm, das müsste ich jetzt geschafft haben, oder nicht? Danke. Oh, ich habe die Mission abgeschlossen. Ganz ehrlich, es war chillig. Irgendwann dachte ich so, Tiefpunkt, nein. Aber es ist doch eigentlich relativ chillig. Töne Maske gelb. Irgendwo Eisberg. Kegelschopfen. Oh, noch eine Aufgabe. Perfekt. Oh, hier, guck mal. Meta Knight. Yay. Golddekammer, ja. Okay, was haben wir denn jetzt schon abgeschlossen? Guck mal, wir haben die ersten drei hier oben abgeschlossen. Das heißt, das nächste Mal wollen wir vielleicht Samurai machen. Ich meine, ich denke, das hier wird einfach sein. Irgendwie erreiche Punkte, erreiche, wie ist das hier? Dreimal hintereinander schwarz mache ich einfach. 1000 Punkte ist auch drauf. Ja, also ich denke, dass wir irgendwie... dass sie eventuell schon einfacher ist. Aber wir werden schauen. Wir werden jetzt noch den Boss machen. Ich gönne euch noch einen Boss. Ich meine, ich denke jetzt nicht, dass ich jetzt 10 Jahre brauchen werde. Bis sein Part ein bisschen länger ist dann. Scheiß drauf. Wir nehmen den Hammer. Wir nehmen mal den Hammer als Bosskampf mit. Na, scheiße, ich habe die Maske nicht geändert. Ah, Mist. Und jetzt darf ich wieder ganz nach unten. Mann, die müssen erst diese... Oh mein Gott, bis nach unten hin. Ich möchte auch was mitnehmen noch. Um ehrlich zu sein, ich bin gespannt, ob ich das im Boss benutzen kann. Wenn ja, dann ist das schon lächerlich. Ich werde das natürlich jetzt nur ausprobieren, weil... sonst mache ich es nicht. So random Power-Up kann man gerne mitnehmen, gebe ich ehrlich zu, aber sonst nee. Okay. Power-Up habe ich natürlich. Na, wer wird unser Boss sein? Moment mal. Was ist denn hier los? Wieso ist es so friedlich? Das Sternkreuzerteil, wir haben es geschafft. Nein, wir wurden reingelegt. Was für eine miese Verarsche. Wer bist du? Oh nein, du bist ein Bärenspuk. Und zwar ein uralter Bärenspuk. Nein. Okay, es macht aber kaum Schaden. Was natürlich auch sagen muss, was auch okay ist. Vielleicht gegen Wispy Woods hätte es noch sehr viel Schaden gemacht. Na gut. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, der Hammer ist halt gut.
Ja, ich bin jetzt auch kein Speedrunner, weil die meisten im Offen haben als Speedrunner. Ja, Leute, wir sind schon so weit. Scheiße. Und ja, man sieht, wir können nur diesen Kampf gewinnen, indem wir jetzt gleich eine Ultra-Fähigkeit bekommen. Komm her! Komm her, Fähren-Spooky! Komm, das schaffe ich noch. Perfekt. Oh, Eis! Ah, ich glaube, das kann man gar nicht treffen hier. Na, scheiße. Oh, lecker icy. Ja, okay. Man kann, glaube ich, gar nicht treffen. Vielleicht, wenn man ultra irgendwie... ultra schnell ist irgendwie. Noch mehr Bären, Spooky. Los, ich habe deine Barriere zerstört. Komm her. Jetzt kriegst du das Schwert in den Nacken. Bam, bam. Das Schwert ins Face. Wir bekommen das Teil für das Segel. Ja, du hast es geschafft, Kirby. Die Lore ist wieder funktionstüchtig. Die Ruder, beide Flügel, das Einblend und der Mast. Alles wieder da? Auf den Moment habe ich so lange gewartet. Du bist ein Held, Kirby. Ich schulde dir eine Reise zu meinem Planeten, eine Reise nach Halkandra. Halkandra liegt in einer anderen Dimension. Aber die Lore wird uns in 0,6 dorthin bringen. Keine Sorge. Pick deine Picknickdose ein, Kirby. Fliegen nach Halkandra.
So, Leute, wo sind wir? Wir sind auf Alcandra. Auf Magudors Heimatplanet also. Und natürlich sind wir jetzt schon wieder abgeschossen geworden. Das heißt, wir müssen uns in der sechsten Welt, und zwar die Elektrik, uns im nächsten Part anschauen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Abonniert nicht vergessen für den nächsten Part. Ich würde sagen, bis dann und ciao, ciao.